wie gesagt, Samstag und es heißt zum zweiten Mal für dieses Wochenende The Channel of the Day. Ja, gestern hatte ich immer wieder einen etwas kleineren Kanal und heute dafür einen etwas größeren, allerdings nicht ganz unumstrittenen. Und trotzdem möchte ich euch den gerne vorstellen. Und zwar habe ich heute für euch den Kanal von Mr. Trashpack. Ja, ein News-Talk-Kanal, wie auch immer man das nennen möchte, mit immerhin 771.934 Abonnenten. Also schon ganz ordentlich, aber wie gesagt, der Kanal ist nicht unumstritten. Wir schauen mal in die Kanalinfo. Was geht ab, YouTube? Hier auf meinem Kanal erfahrt ihr alles über eure YouTube-Lieblinge und die gesamte YouTube-Welt. Jeden Montag erscheint meine Sendung WhatsApp, in der ich über aktuelle Themen der YouTube-Welt berichte. Egal ob ungespielte Floyd, Gronkh oder Ape Crime, alle finden sie in meiner Show ihren Platz. Abonniert jetzt, kann man kostenlos meinen Kanal und so weiter und so fort. Ja, und tatsächlich, diese WhatsApp gucke ich mir auch regelmäßig an. Und ich muss sagen, ich habe schon schlechtere News-Kanäle gefunden. Wir sehen es, insgesamt 7 Playlists und wir schauen mal in die Mag ich-Playlist rein. Und auch hier finden sich eigentlich alle möglichen Kanäle bunt. Das erwarte ich eigentlich auch von jemandem, der über YouTuber berichtet. Der Kanal existiert übrigens bereits seit September 2009, also schon einer der Urgesteine. Wir schauen uns nochmal das älteste Video an und das heißt Wackeldackeln mit Monika und ist 7 Jahre alt. Bitteschön. Hallo Leute, Monika hier und ich bin heute am Hauptbahnhof in Bremen und es wird so toll. Ich mache heute den Wackeldackeltanz und ich freue mich schon so doll. Oh mein Gott, ich hoffe Herbert sieht das. Weil Herbert, oh mein Gott, der ist so süß und ich freue mich schon, weil wenn der das sieht, ne? Oh, voll toll. Ich glaube, ich gehe jetzt los und ich gucke ein bisschen rum. Wollt ihr mitkommen? Komm. Deine Frisur, nein. Oh Mann, die ist doch voll schön. Nein. Echt, die ist schön. Ja. Echt schön. Genau. Schön, voll schön. Ja, also Disco? Disco. Yeah. So kannst du mit uns heute Abend zu einer Party kommen. Ja, oh toll, ich wurde gerade eingeladen. Das ist voll toll. Aber ich bin schon verabredet. Ich hab... Ja, das ist dann der Wackeldackel. Ich muss sagen, wenn ich dieses Video jetzt als einziges gesehen hätte, dann wäre Mr. Trashpack sicherlich auch nicht auf meiner Liste gelandet. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen mal in die von mir bereiten WhatsApp. YouTube schafft die 30 Sekunden Werbung ab. Fand ich mal einen interessanten Titel, weil diese Werbung, die geht uns doch allen auf den Keks oder etwa nicht. Vier, schaut mal rein, wenn ich das gefunden habe. Sekunde, da haben wir's. Gute Neuigkeiten für alle, die keinen Bock auf lange Werbeclips haben. Die 30-Sekunden-Spots werden abgeschafft. Was geht ab, Freunde des Internets? Ja, es ist wahr. YouTube möchte in Sachen Werbung einiges ändern. Die 30-Sekunden-Werbespots, die man nicht überspringen kann, werden ab 2018 wegfallen. Aber nicht ganz verfügbar sein wird sie, was YouTube in Zukunft einsetzen möchte, sind die 6-Sekunden-Bumper. Bedeutet im Prinzip Werbeclips, die 6 Sekunden lang sind. Man geht davon aus, dass die keinem auf den Sack gehen. Und ganz ehrlich, das finde ich nachvollziehbar. 6-Sekunden-Werbung, bevor ein Video losgeht, ist eigentlich nicht zu viel. Würde ich behaupten, wie ist eure Meinung dazu? Tatsächlich wird davon ausgegangen, dass Werbung auf YouTube bzw. insgesamt im Internet immer unrelevanter wird. Ja, ich werde der 30-Sekunden-Werbung mit Sicherheit nicht hinterher weinen. Furchtbar finde ich auch immer, dieses Video beginnt, ihr Video beginnt nach der Werbung. Und dann sitze ich auch immer da und nicht schon wieder, die habe ich doch schon 1000 Mal gesehen. Naja, schauen wir nochmal auf das aktuellste Video. Das da heißt Dickes Auto statt Inhalt und ist eigentlich gar kein Video in dem Sinne. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Inside Tube Podcasts. Podcast? Ja, Podcast mit uns beiden. Nee. Ja, richtig. Ach du Scheiße. Und worüber reden wir da? Ja, das fragst du dich jetzt. Das frage ich mir jetzt, du. Ja, über YouTube halt. So ein Punkt, wo ich glaube, ich denke,
Da denken sich auch alle Gamer, so brauche ich nicht. Ja, sehe ich auch so. So viel zu Katja Krasavitz. Ich glaube, das haben wir jetzt auch, glaube ich, erstmal so. Das Thema haben wir. Auch wenn ihr noch Fragen zu habt, Asche selber wirklich halt auch die Aufmerksamkeit verdient oder die Häme verdient hat, die sie bekommen hat. Egal, ob sich jetzt Leute an den Tanz halten. Ja, stellst du die Frage, nennt man das jetzt Video? Nein, es ist kein Video, es ist ein Podcast. Ist ja auch als solcher gekennzeichnet. Ich persönlich bin jetzt nicht so der große Podcast-Fan und mal eben so 52 Minuten so ein Teil nebenbei laufen lassen. Die Zeit habe ich dann doch nicht. Ja, Mr. Trashpack, 535 Videos könnt ihr hier finden. Und wie gesagt, er hat viele Kritiker, das sieht man auch besonders an seinen Kommentaren immer. Finde ich eigentlich schade, weil er sich auch oft Mühe gibt. Auch nicht uninteressant jetzt sein neues Format, das sich rund um die Fake News beschäftigt, wo er sich in Zusammenarbeit mit der, ich glaube, wie nennt sich das nochmal, Bundesanstalt für politische Bildung, zieht er das durch. Und da geht es wirklich nur um Fake News, wie die entstehen und wie man sie erkennen kann und. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Auch da in den Kommentaren sehr viele blöde Kommentare dabei, aber das ist eben so, wenn die Leute sich auf jemanden eingeschossen haben, dann treffen sie auf jeden Fall. Ja, ich denke mal, gerade die Videoauswahl, die ich euch gezeigt habe, zeigt, was für eine bunte Mischung ihr auf dem Kanal von Mr. Trashpack findet. Wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache. Ich finde ihn gar nicht schlecht und schaue ihn mir auch gerne an und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen von euch. Ja, auch gut. Das war's auch schon wieder für heute. Und das war dann der 178. Kanal, wie ihr auf dem Datenblatt sehen könnt. 81.190.508 Abonnenten haben die alle zusammen. Natürlich heute großer Schub. Und 140.699 Videos bieten all die Kanäle euch, die ich euch bis jetzt vorgestellt habe. Das war übrigens heute die 95. Folge von The Channel of the Day. Wir nähern uns der 100. Folge. Und auch dafür habe ich mir schon einen Kanal ausgesucht, den ich besonders finde. Gut, meine Freunde, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen tollen Samstag. Vielleicht reicht's ja zum Grillen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das Wetter heute noch werden soll. Lassen wir uns überraschen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen tollen Samstagabend. Bis demnächst. Macht's gut, euer Sven. Tschüss.